Max. Erstmal, was ist denn für den Abend zu erwarten? Es ist ordentlich Druck auf dem Kessel, wie es so schön in der Fußballersprache heißt. Rund 800 Mitglieder haben sich hier heute angemeldet, wie der Verein mir mitgeteilt hat. Zum Vergleich, ich war auch bei der letzten Mitgliederversammlung vor Ort, als Christian Baumgärtner im Amt bestätigt wurde. Damals waren rund 480 Mitglieder vor Ort. Also die Spannung, die Aufgeregtheit ist hier durchaus zu spüren. Seit 17.30 Uhr hat die Stadthalle hier in Sinsheim geöffnet. Die Fans kommen hier immer so in Schübchenweise herein. Um 19 Uhr beginnt dann die Mitgliederversammlung. Und die große Frage ist letztendlich, wer wird jetzt der neue Präsident? Also Jörg Albrecht, der ehemalige Oberbürgermeister von Sinsheim, der von den Fans zum Teil kritisch gesehen wird, oder doch ein anderer Kandidat, dessen Name bisher noch nicht bekannt ist. Es heißt laut Medienberichten, er soll aus Fankreisen kommen. Da gilt es jetzt mal abzuwarten, wer da letztendlich später aufschlagen wird. Klar ist nur, die Anonymität ist satzungskonform. Das hat mir der Verein vorhin auch mal bestätigt. Sprich, der Bewerber muss seinen Namen im Vorfeld nicht offenlegen. Somit wird es ja heute Abend aller Wahrscheinlichkeit zu einer Kampfabstimmung kommen. Aber dann schauen wir noch mal auf den Namen, der bekannt ist, Jörg Albrecht. Was haben denn die Fans an ihm auszusetzen? Zuerst muss man mal sagen, Jörg Albrecht ist TSGler durch und durch. Er bezeichnet sich als Fan, als Anhänger. Er spricht auch in der Wir-Form, wenn es um den Verein geht. Aber auf der anderen Seite, als langjähriger OB von Sinsheim, hat er natürlich auch eine gewisse Nähe zu den Oberen des Vereins, insbesondere zu Dietmar Hopp. Dietmar Hopp ist auch Ehrenbürger der Stadt Sinsheim, sehr wohlgesonnen der Stadt gegenüber, hat immer wieder mehrere Millionen gespendet für Projekte. Deswegen wird Albrecht auch dem Hopp-Lager zugeordnet. Die Fans haben ihn auch als Hopp-Marionette bezeichnet. Und dazu kommt, dass Albrecht seit gestern, also seit dem 1.9. auch Vorsitzender des Vereins Anpfiff ins Leben ist, ein Walldorfer Verein, dessen Gründer auch Dietmar Hopp. Und dann hatten wir in den vergangenen Tagen und Wochen ja auch gesehen, dass die Fans ihrem Unmut Luft machen, unter anderem auf der Tribüne. Da geht es nicht nur um diese Personalie, sondern um noch viel mehr. Was sind denn so die Kerne dieses Protests? Ja, man muss sagen, zwischen Teilen der Fans und auch dem Verein schwelt schon seit längerem ein Konflikt. Es geht zum einen um die Spielerberatungsagentur Rogon. Da gibt es schon seit vergangener Saison Plakate, Transparente. Es geht um den Einfluss von Hopp, aber auch eben dessen Gefolgsleute, wie eben Roger Wittmann. Er soll dem Verein, aber auch Dietmar Hopp sehr, sehr nahe stehen. Aber das fast letztendlich zum Überlaufen gebracht hat jetzt Ende Juli die Entscheidung, sich von Alexander Rosen zu trennen. Der langjährige Sportgeschäftsführer musste gehen, mitten in der Vorbereitung. Auch sein enger Mitarbeiter Pirmin Schwegler, immerhin Ex-Profi hier im Verein, hat auch seinen Koffer packen müssen. Und das hat auch für Unverständnis gesorgt bei den Fans. Rosen ist sehr, sehr beliebt hier. Er gilt als Gesicht des Vereins. Er war Leiter Nachwuchsentwicklung, Leiter Direktor Profifußball. Er hat sich bis zum Sportgeschäftsführer hochgearbeitet. Er stand auch ein bisschen für die Philosophie der TSG. Und die Fans sagen jetzt, das war ganz allein eine Entscheidung von Dietmar Hopp, dass Rosen hat gehen müssen. Und das stößt bei denen sauer auf. Und deswegen wird es spannend sein, wie heute die Mitgliederversammlung verläuft. Und das alles passiert im 125. Jubiläumsjahr der TSG. Eigentlich hätte es in diesem Jahr ein großes Partyjahr und Freude und Jubiläumsjahr geben sollen. Doch nach Freude, nach kollektiver Freude sieht es hier momentan nicht aus. Eher nach Katerstimmung in Hoffenheim. Naja, vielleicht überraschen Sie uns und heute Abend liegen sich alle harmonisch in den Armen, auch wenn das momentan eher nicht danach aussieht. Max Fischer, erstmal herzlichen Dank. Du bleibst natürlich da und morgen gibt es alle Details hier bei Ron.